Hallo, mein Name ist Nathalie Rosenegger, ich bin 22 Jahre alt und komme aus Kressberg-Wüstenau. Ich bin gelernte Landwirtin, bin derzeit zu Hause angestellt und besuche ab September voraussichtlich die Technikerschule in Driesdorf. Auf diesem Hof, auf dem meine Eltern, meine Schwester und ich arbeiten, halten wir 100 Fleckviehkühe mit der weiblichen Nachzucht und bewirtschaften 120 Hektar Fläche. Und jetzt zeige ich euch die Streuobstwiesen. Für den Insektenschutz ist uns die Pflege und die Erhaltung solcher Streuobstwiesen wichtig. Hier finden die Insekten das ganze Jahr Futter. Momentan blühen die Obstbäume, was auch für ein schönes Landschaftsbild sorgt. Zudem bewirtschaften wir FFH-Wiesen für die Artenvielfalt. Wir führen eine weite Fruchtfolge, in der die Getreide- und Futterarten jährlich den Acker wechseln. Hier sieht man die Luzerne, die in der Blüte auch eine weitere Nahrungsquelle für die Insekten ist. Ich habe diesen Beruf gelernt, da es von klein auf schon mein Traum war, mit den Tieren zu arbeiten und in der Natur und auf dem Feld zu sein. Es macht einfach Spaß und es wird nie langweilig, denn die Landwirtschaft ist so vielseitig und so abwechslungsreich und vor allem relevant, denn wir Landwirte machen euch satt. Deswegen kommt aufs Land und lernt uns kennen.